Ja, hallo, liebe Leute. Zur 32. Folge Checked Alliance 3. Ich fühle mich wie... Raider quatscht schon im Intro dazwischen. Sehr schön. Wir haben hier letztes Mal das Camp Du Krokodil ausgeräumt. Und ich bin total neugierig, weil wir müssen noch alles looten. Und vor allem steht hier der Major. Der Major. Le Major. Da müssen wir mal gleich gucken, was das gibt. Ist ein bisschen einfach, oder? Dass der hier einfach steht und nicht mitkämpft. Aber gut, wir looten erstmal. Das ist immer das Beste. Nehmen erstmal das ganze Gerümpel mit. Übrigens gab es ein riesen Update für Checked Alliance 3. Das habt ihr bestimmt auch gesehen. Es gibt eine neue Waffe. Es gibt eine neue Operation. Da müssen wir gleich mal gucken. Und es soll einen neuen Söldner geben. Da will ich gerade mal schnell reingucken, ob uns der gleich ins Auge sticht. Fox, Maus, Omrin, Chrisley. Nope. Wiki, Tex, Nails, Red, Hitman. Na, ich sehe da jetzt auf die Schnelle keinen neuen. Ich dachte, es gibt einen neuen Söldner, meine ich gelesen zu haben. Aber vielleicht habe ich auch dran vorbeigeguckt. Wir probieren es nochmal bei Reaper, der hat immer noch keinen Bock. Wie schade. Gut. Dann looten wir weiter. Mal hier rein. Na, ich sehe nichts. Gibt aber auch nichts. So, hier sehe ich schon wieder vermint. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine Technikfalle ist. Keiner macht einen Sprengsatz in sein Haus, oder? Da fliegt doch das ganze Dach weg. Wir gucken mal. Wir probieren es mit Magic. Oh, es war Sprengstoff. Oh, Gas. Junge, was? Na toll. Ja, da kann man nichts verbinden. Okay, wer von meinen Spezialisten hat eine Gasmaske auf? Ah, Magic hat sogar eine auf, dann kann er auch wieder rein. Das dürfte ihm dann nicht allzu viel ausmachen. Dann kannst du... Halt! Kannst du das Telefon hacken? Will er nicht, ne? Hä? Geht nicht. Er will außen rumlaufen. Hört ihr das Geräusch? Geht nicht. Keine Ahnung. Kann's euch nicht sagen. Wo will er denn hinlaufen? Will er das jetzt von außen machen oder was? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Nö. Das ist doch wild. Geht nicht. Kannst du nicht. Kommst du nicht ran. Das ist ja jetzt auch weird. Was auch immer. Na gut. Dann machen wir hier vorne weiter. Mal gucken, ob wir das hier oben hacken können. Ne, aufs Dach bitte nicht. Nur hier hin. Ob wir da rankommen. Ob sich das hacken lässt. Ja, das geht. Hm. Naja. Sei es, wie es ist. Wir gehen mal noch nach da hinten. Gucken in das Häuschen rein. Oh ja. Oh ja. Oh. Zeig her, gib mir das. Oh, noch mehr. Habe ich nicht schon Keramikplatten in der Tasche? Ja, die können wir doch dann jemandem verpassen. Barry am liebsten. Jetzt hat das Ding 40 Schadensreduktion. Achso, das geht nicht mehr. Du kannst das nicht übermodden, offensichtlich. Dann geht das ja bei Dr. Q schon zweimal nicht, oder? Doch. Dann gucken wir doch, ob wir ihm so eine Platte reinpacken. Dann hat das Ding nämlich 60 Reduktion. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Nice. Kann man das auch in die Hose stecken? Nee, ne? Nee. Gut. Hier gibt es noch ein paar Bauteile. Nehmen wir auch mit. So, dann einmal hier vor. Hier gibt es noch was. Ein Aug, die brauchen wir nicht. Weg damit. So, was hat es hier für Schilder? Diebstahl verboten. Gestohlene Ware wird konfisziert. Vorsicht, Paarungszeit der Krokodile. Ja, das haben wir gesehen. Gut, dann gehen wir mal zum Le Major und gucken mal, was er zu sagen hat, der Kollege. Jetzt bin ich aber gespannt. Da sind noch mehr Schilder. Unbefugte werden an die Krokodile verfüttert. Befolgt die Befehle des Majors oder geht über die Blanke und werdet von Krokodilen gefressen. Gut. Don't kill me, Your Highness. I mean, I'm an idiot. I don't want to be a major anymore. Was? Was? Nicht schießen, Eure Hoheit. Ich meine, ich bin ein Schwachkopf. Ich möchte gar kein Major mehr sein. Was?
Was ist mit ihm? Wir sind hier, um den Major zu töten. Was glaubst du, wer wir sind? Das ist richtig. Ja, so kann man es auch sagen. And our devastating Grand Chen too, of course. That's more important to me because I'm not from Oroko or anything. No, I am a major of the Grand Chen Army, and you'll show me some respect. Ja. Sie sind nicht der Major, Führungsqualität check. Du bist also aus Oroko. That Oroko business got you all worked up. Am Regime der guten Frau beteiligt. Daydrenner. Ja, da ist sie ja. Überhaupt nur aus den Nachrichten von. Ich war erschüttert zu sehen, wie ihr Hoheit Daydrenner und ihren treuen Berater Elliot bezwungen habt. Das war lustig, ja. Ja, genau. Das war genau der Typ, der jedes Mal, wenn wir einen Sektor eingenommen haben, ins Gesicht gekriegt hat. Gauner aktiviert mit Magic. Du bist... Ach Gott, nein. Jetzt, wo ich ihn sehe? Na klar. Wer hat Checked Aliens 2 gespielt? Wer kennt Elliot? Jedes Mal, wenn du deine Mine eingenommen hast, da habe ich schon gesagt, es fehlt mir tatsächlich in Checked Aliens 3, diese Zwischensequenzen. Und Elliot musste ständig bei Daydrenner beichten, dass sie wieder Sektoren verloren haben. Und er hat dann jedes Mal einen ins Gesicht gekriegt von ihr. Den haben sie hier eingebaut. Und jetzt steht er hier und gibt sich als Major aus. Jetzt verstehe ich auch, warum er am Anfang gesagt hat, eure Hoheit. Das hing wohl noch ein bisschen nach, ne? Ist das lustig, dass sie den hier eingebaut haben? Ist das cool. Er sieht tatsächlich auch so aus, jetzt wo ich ihn sehe. Als Major habe ich die Chance, den Respekt, den ich deserve. Ich meine, ich bin noch auf den Respekt. Macht alles zunichte. Das ist ja fast dasselbe, nicht wahr? Wer ist denn Stony? During the opening ceremony of this croc plank, I wanted to show them what happens if they don't listen to me. Steh nicht so nah am Rand. Oh Gott. Er war mein einziger Freund. I told everyone I did it on purpose because he was plotting against me. I feel awful, but okay. Elliot, du Schwachkopf. Also, wer Checked Aliens 2 nicht gespielt hat, Elliot, du Schwachkopf, war genau das, was Daydrenner jedes Mal zu ihm gesagt hat. So begann jeder Dialog in Checked Aliens 2. I know, I'm an idiot. Eure Hoheit, ich meine. Ja, das finde ich super. Das finde ich cool, dass sie ihn hier ein... Jetzt macht das ja wenig Sinn, sie sind nicht der Major, wir wissen es ja schon, ne? I reviewed my notes. Your story doesn't add up. Da gut aufgepasst, Raider. Ganz oben im Adlernest. Okay, das war die zweite Location. Das habe ich mir auch schon fast gedacht, weil das ist wirklich am anderen Ende der Karte. Das macht am meisten Sinn. So, Zeit zu entscheiden, was wir mit dir machen. Eure Söldnerheit. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Du hast deinem Freund etwas Schreckliches. Hast du Geld aus Oroko bei dir? Ich habe alles hier. Alles, was ich habe, nehmt es, aber lasst mich gehen. Oh, was kriegen wir denn jetzt? Was hat er denn mitgehen lassen? Gib uns das Geld und hau ab. Gleich wirst du... Nee, wir lassen ihn laufen. Ich mag Elliot. Der kriegt eh von allen Seiten immer aufs Gesicht, ja. Das ist, den lassen wir laufen. Gib uns das Geld. 6,5? Naja. Immerhin. Danke, Eure Hoheit. Elliot verschont. Ja, wir lassen ihn laufen. So, ja, wunderbar. Das war lustig. Das gefiel mir jetzt. Sehr schön. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Dann haben wir das hier. Dann bleiben jetzt noch hier zwei Sektoren übrig. Mitten im Egal wo. Da gab es noch den Schatz, ne? Dann gehen wir da mal hin. Habe ich es jetzt gemacht? Ach so, ja, ich muss wieder umschalten, ne? Ja, Abfahrt. Oh, die sind nicht mehr müde.
Doch, zwei sind noch müde, dann macht mal weiter, bitte. Ja, obwohl, warte mal, Kalina ist nicht mehr müde. Das heißt, die kann doch eigentlich schon mal anfangen, eine Miliz auszubilden. Und Livewire ist noch müde, Larry ist nicht mehr müde. Dann nehmen wir die beiden. Könnt ihr schon mal anfangen, Miliz auszubilden. Und wir gucken mal, ob wir hier den Schatz finden. Mitten im egal wo, es ist Nacht und klarer Himmel. Gucken wir mal, was ich hier so... Oh! Ich hab das Gefühl, hier gibt's einen Schatz. Ich hab das Gefühl, hier gibt's einen Schatz. Moppy kriegt das Nachtsichtgerät. So, gut, dass Nacht ist. Wir verteilen uns breit. Ich weiß nicht, wie viele hier sind, aber wir werden mal gucken, wie wir das machen. Der hat eine Fackel, das ist schlecht. So, Barry kommt mal möglichst nah hier hinten dran. Das ist gut. Huch. Da geblieben. Eis mal bitte ein bisschen weiter hier rüber. Moppy geht mal hier hin. Raider. Mal nach hier. Und Moppy auch. Wenn wir einen Platz finden. So, und dann gucken wir doch Onkel Bags. Das ist bestimmt auch ein Gegner, oder? So, jetzt müssen wir gucken. Ich würde tatsächlich... Kommt der jetzt hier raus? Der macht mir aber nichts, oder? Nee, der macht mir noch nichts. Okay, der kommt jetzt hier rüber. Das ist natürlich ganz schlecht. Gucken wir mal, ob wir den nicht kriegen. Oh, da hinten sind noch viel mehr. Oh, nee, das können wir nicht machen. Dann bleibst du mal hier. Dann fangen wir hier vorne an, würde ich sagen. Moppy sieht niemanden? Wie kannst du denn niemanden sehen? Der steht doch da direkt vor unserer Nase. Kopf, Kopf. Ja. Marodeur hat jemanden sterben sehen. Dann müssen wir gucken, dass wir den Marodeur auch gleich rausnehmen. Wenn es geht. Er hat überlebt. Unangenehm. Okay, jetzt sind alle... Okay. Soweit, so gut. Das hat ja hervorragend funktioniert. Boah, hier in dieser Brühe kannst du aber auch echt schlecht laufen, ne? Da hast du extrem wenig Bewegungspunkte. Ich glaube, wir müssten hier raus, ne? Hä, wir kommen nicht nah genug an ihn ran. Wir probieren es trotzdem mal. Na, das ist sogar in Deckung, das kannst du komplett vergessen. Eis ist ja noch verborgen, komm mal ein bisschen näher ran. Dr. Q ist noch verborgen, Barry ist noch verborgen. Wir können... Ah, Barry hat hier Sichtfeld. Einzelschuss, könnte funktionieren. Yes, damit bleiben wir verborgen. Das ist gut, dann ziehen wir den... Ach, wieso kann ich nicht... Nur in Deckung verfügbar, hier ist keine Deckung. Na gut. Dr. Q hat schon den Kopf eingezogen. Nee, kann hier auch nicht. Dann geh mal hier hin. Hier kannst du den Kopf einziehen und spar dir mal ein paar Punkte. So, dann beende ich den Zug. Sie wissen nur von Raider, das heißt, die laufen jetzt alle hier rüber. Oh, das ist ein harter Scherge. Das sind alles harte Schergen. Gut, du bleibst hier hocken, du bist nach wie vor verborgen. So, und der Sch... Ah, warte. Kriegen wir das hin? Vielleicht? Ja. Sehr gut, weg damit. So, Raider bleibt hier hinten. Moppy, guck mal, dass er da rauskommt aus dieser Pampe. So, da haben wir nächste Runde mehr Bewegung. Und dann würde ich tatsächlich Eis mal hier reinbringen. Da hat er auch einen guten Platz. Nimmt die Restpunkte mit. Dr. Q nimmt auch nochmal Punkte mit. Und jetzt lassen wir sie kommen ein Stück. Ja, schön Richtung Dr. Q. So stelle ich mir das vor. So, perfekt.
Aufstehen. Hallo Leute. Wie geht's euch? Hier kommt der Doktor. Zack. Wir haben so viele Punkte gespart, dass wir wahrscheinlich beide kriegen, oder? Jupp. Konflikt gelöst. So, wunderbar. Ah! Es lag hier eine Mine? Direkt neben Glo? Kannst du keinem erzählen. Oh, ist bei voller Gesundheit. Okay, wir sind ja eh direkt neben dem Krankenhaussektor, dann ist es nicht so schlimm. So, Munition, Munition und Schrott. So, liegen hier noch mehr Minen? Ich hoffe nicht, ne? Okay, hier ist nichts mehr sonst. Dann sprechen wir mal mit Onkel Bags. Wie geht es meinem Neffen Mario? Immer noch auf der Suche nach vergrabenem Geld? So sinnlos. Wenn es irgendwo ist, dann genau hier, mitten im Egalwohn. Ich werde ihn niemals auf mein Grundstück lassen. Dann gibt's doch mir, oder? Wir haben so viel zu bereden und keine Sorge, wenn ihr eine Weile nicht mehr antwortet, begrabe ich euch ordentlich mit all den anderen. Einige der älteren Fallen weiß ich nicht mehr, wo ich sie aufgestellt habe. Stochert noch nicht herum. Ah, okay, es ist vermint. Okay, mehr gibt's nicht hier, ne? Ah, doch, mein Bruder hat mir gesagt, dass das Geld irgendwo in der Nähe von Wasser vergraben ist. Aber hier ist überall Wasser. Manchmal ist sogar Wasser auf meinem Sofa, wenn ich zu aufgedreht bin. Okay, Vorsicht, hier sind auch Löcher. Hier hat's Minen. Okay, Barry? Du gehst vor. Ja, da ist schon die erste. So seht ihr aus, Leute. Barry geht in Deckung. Man bewegt das sich ein bisschen langsamer, dann kann ich da... Dann läuft man weniger wahrscheinlich drauf. Und dann gucken wir mal, hier muss es irgendwo einen Schatz geben. Wir haben ja jetzt schon die Info gekriegt, also muss es auch irgendwo einen geben. Ich will nur auf keine Mine latschen. Aber er hat recht, hier ist echt überall Wasser, ne? Aber gut, das hilft uns jetzt alles nichts. Wir müssen uns da jetzt ein bisschen um. Es geht mir aber trotzdem zu langsam. Ich stehe wieder auf. Wir müssen eh ins Krankenhaus danach, falls wir auf eine drauf treten. Shit happens, ne? Das Ding ist, Barry hat auch 96 Weisheit. Das heißt, wenn irgendjemand das Versteck entdeckt, dann doch er. Mine. Guck mal, da liegen die Toten mit ihren Schaufeln. Die haben doch auch gesucht, oder nicht? Oh ja, hier ist alles vermint. Hier ist alles vermint. Irgendwo ein Schatz. Ja, hier. Weg damit. Da ist noch eine. Wo ist der Schatz? Da hinten vielleicht, da war ich noch nicht. Kein Schatz. Schade, oder? In der Nähe von Wasser. Jetzt warte mal, lass mich noch mal gucken. Auf einer der Farmen. Es kann aber doch nur hier sein, oder? Da oben waren die toten Wilderer. Ah, hier kann man Schätze abgeben. Da ist das Flüchtlingslager. Mehrere Quests. Ne, toten Wilderer. Schatz auf den Farmen. Es wird doch nicht hier gewesen sein. Da ist Wüste, da gibt es überhaupt kein Wasser. Es muss da unten sein. Ich sehe sonst nirgends mehr was. Ach, hier kann es auch noch sein. Hier, Schatz auf den Farmen. Na, ah, dann ist er hier vielleicht gar nicht. Wirklich? Oder hier im Hühnerstall? Nö. Wie schade. Oh, warte mal, hier ist eine Leiter. Moment! Moment! Schatz? Nein. Schade. Ne, das sagt mir auch nichts mehr. Ja, dann kommen wir hier nicht weiter, ne? Ich sehe hier keine Schätze. Nur Minen. Jede Menge Minen.
Da hinten ist halt gegraben worden. Vielleicht bringen wir mal alle her. Vielleicht zieht ihn jemand anders. Vielleicht ist das auch ein anderer Skill-Check, den man da braucht. Sieht aber nicht so aus. Dann geht's hier nicht weiter, Freunde. Dann gehen wir mal kurz ins Krankenhaus. Dr. Q läuft aus. Na, den werden wir doch definitiv verlängern. Unser wichtigster Mann. Einer der wichtigsten, sagen wir es so. So, wunderbar. Operation, Behandlung im Krankenhaus. 1, 2, 3. Bestätigen, starten. Abfahrt. Moppy ist müde, der kann sich jetzt auch ein bisschen erholen. Ja. Kalina werden wir verlängern. So, Moppy ist erholt. Hier ist gleich die Krankenhausbehandlung zu Ende. Oh Gott, denn hier oben verlieren wir jetzt wieder unseren Hafen. Oh, wir müssen hier hinten das Ganze mal fertig kriegen, damit wir da oben wieder befestigen können. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber gut, da müssen wir jetzt erstmal durch. Jetzt gucken wir uns den Sektor noch an. Das ist der letzte, wo ich noch nicht war hier. Und dann gehen wir rüber zum Teddybär-Mörder. Den würde ich heute gerne durchkriegen. Wenn es geht. Milizausbildung abgeschlossen. Weitermachen bitte. Oh, in diesem Sektor gibt es interessante Orte. Alle müde. Hervorragend. Wir gucken trotzdem. Oh, was ist das denn? Kräuter. Noch mehr Kräuter. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade Pause gehabt, ne? Geide wäre. Der ist aber feindlich gesinnt, richtig? Richtig. Sehr alleine. Dr. Q. Bewegen Sie sich ran. Wo ist er jetzt? Da ist er. Das ist voll mit Kräutern hier, das ist ziemlich cool. So, und jetzt rein. Hallo! Hallo! Das hat er überlebt? Oh Gott, das ist wieder ein Zombie. Das ist wieder ein Zombie! So. Was auch immer das jetzt war. Kräuter. Kräuter. Dann bringen wir mal die ganze Mannschaft hier ran. Ey, ihr braucht euch nicht mehr verbergen, Leute. Dr. Q hat's erledigt. Erstmal gucken, ob es hier Fallen gibt. Nope. Oha. Oha. So, mittlere Rüstung. Wir tragen schon eine schwere. Das heißt, das brauchen wir nicht. Dann haben wir eine Hose mit 40. Da tragen wir auch eine bessere. Aber wenn wir das Ding kombinieren mit den Platten, dann kommt da eine mit 70% Schadensreduktion raus, obwohl das auch nur eine mittlere ist. Eine schwere bräuchten wir eigentlich. Aber wir machen es trotzdem. Das geben wir Dr. Q. So, und die mit 60 geht an Barry. Das ist der, der ja auch immer ein bisschen weiter vorne rumspringt. Und alle anderen haben aber eine mit 40, ne? Ja. Alle. Okay. Dann können wir die verschrotten. So. Was haben wir hier noch? Loot. Munition. So, und was ist das? Eine Schreibmaschine. Hier ist ein Gedicht von Edgar Allan Poe. Moment, vielleicht wäre es sinnvoll, einen Spaziergang in diesem Ort zu unternehmen und über das Gedicht von Edgar Allan Poe nachzudenken. Okay, was sagt er? Zerschellt die goldene Schar... Achso, jetzt geht's hier weiter. Schickt Glockenschall der Seele nach, die fort zum Stücks gezerrt, was? Okay, jetzt muss ich hier rumlaufen. Ah ja, hier geht's weiter. Was? Animal? Oh no, Krokodile! Crocodiles. Na, das habe ich befürchtet. Aber dafür haben wir ja unseren Machetenmann. Wenn er rankommt, müsste aber gehen. So, weg damit. Acknowledge. I await your command.
So, jetzt müssen wir hier rumlaufen und noch mehr so Statuen suchen, oder was? Yes. Und in jede Menge Krokodile reinlaufen wahrscheinlich. Ja, genau. Da hinten sind noch mal zwei. Dr. Q. I am but a dream. I will strike from the shadows. Listening, 1024. Moving. I am but a dream. Slumbering. Oh, verfehlt. Das ist natürlich ganz ungünstig. Jetzt aber. Jetzt ist das Krokodil aufgewacht. Dr. Q macht, dass er wegkommt. Das ist jetzt eine Sache für Magic, ne? Verletzt. Barry. Barry. Alter. Wie zäh. Wie zäh. So, weg damit. Gut. Ich weiß aber, dass da hinten noch mehr waren. Bitte nicht wieder daneben hauen, wenn es geht. Sehr schön. Weg damit. Und dann kannst du nämlich das zweite auch noch machen. Wenn das dann nämlich überrascht ist. Was ist denn los, Dr. Q? Zu wenig AP. Wunderbar. Jetzt steht er voll im Weg, ne? Na, es geht. Es geht. So, erledigt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier weiter nach diesem Zeug suchen und auf Krokodile aufpassen. Mann, das Ding Gelände ist ja riesig, ne? Ja, das sind schon die nächsten. Oh, da ist noch eins. Um Gottes Willen, da ist alles voll, ey. Da ist alles voll mit Krokos. Unfassbar, wie viele. Das ist zu weit weg. Okay, an das hier kommen wir ran. Das beißt zurück, wenn wir es nicht töten. Und dann haut er daneben, ne? Ich sehe es schon kommen. Okay, pass mal auf. Du musst das auf jeden Fall hinter uns wegmachen. Das wäre wichtig. 40, es ist immer noch gesund. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Das wird eine Katastrophe, die kriegen wir nicht weg, ne? Grit, schwer verletzt. Es lebt immer noch. Barry. Danke. Dann kannst du vielleicht noch auf das hier schießen, da steht einer im Weg, ne? Du wirst jetzt nicht Moppy in den Rücken schießen, oder? Nee, perfekt. Ah, das ist immer noch stark, ne? Okay, wir müssen anfangen, auf den Kopf zu schießen, sonst kriegen wir sie nicht weg. Schwach. Wir dürfen nicht nochmal. Perfekt. Was kostet einmal schießen? 7. Naja, das kriegen wir nicht hin, ne? Dann ist das jetzt weg und jetzt hängt es halt an Dr. Q, ansonsten wird er gefressen, ne? Ansonsten wird er gefressen. Bitte, bitte hau nicht daneben. Bitte hau nicht daneben. Nein! Okay, aber das Krokodil auch. Ja, aber wir haben keine Punkte mehr, ne? Shit. Au! Das tat weh. Das tat weh. Fast tot. Ich mach nicht mit Dr. Q. Ist mir zu riskant. Der haut zu viel daneben. Ah, wei, oh wei, oh wei. Einmal verbinden. So. Nicht besonders berauschend, aber gut. Dann können wir gleich wieder heilen gehen, ne? Will ich das Rätsel überhaupt noch lösen? Das ist ja jetzt schon wieder... Da ist bestimmt noch mehr. Ah, hier sind noch solche Statuen. Die sind es aber nicht. Hier ist auch noch eine. Ne, da hinten hat es noch. Ne, das ist schon außerhalb. Die sind es auch nicht. Aber es geht, die Krokos haben wir weg, oder? Ja, das sieht so aus. Hä, wo geht's denn weiter?
Irgendwo muss es noch was geben. Wieso läuft denn Moppy jetzt alleine rum hier? Irgendwo muss es noch was geben. Hier in der Mitte? Nee. Ja, hier ist noch Statue. Die sind es aber auch nicht. Sieht noch jemand eine Statue? Ach, hier hinten ist alles voll. Das habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich gar nicht gesehen. Dabei habe ich da Krokodile getötet. Ja, hier geht's weiter. So, da liegt sie. Ja, jetzt müssen wir uns das Gedicht... So, jetzt haben wir die. Dann gucken wir mal bei denen. Ich nehme an, wir müssen die jetzt halt alle in irgendeiner Reihenfolge ablaufen, ne? Das ist ja... Wer hat sich denn das ausgedacht? Okay, hier hat es auch noch Statuen. Die sind es aber nicht. Dann ist es bestimmt hier. Da steht auch ein Schirm. Das sind bestimmt die größeren Bereiche. Oh, da ist wieder ein Krokodil. Wo ist denn das jetzt hergekommen? Das war doch gerade noch nicht da. Es ist eine Katastrophe, ne? Komm, Dr. Q. Versuch dich nochmal. Versuch dich nochmal. Oder spawnen die immer dort, wo man... Ja, hier gibt's was zum Angucken. Ach, komm. Kannst du keinem erzählen, ne? Jetzt hat... Oh, da hinten dran ist noch eins. Okay, wir haben eine Kraft bekommen. Das ist gut. Daneben. Machen wir ein bisschen Platz. Ah, ich darf doch nicht laufen. Okay, jetzt ist er gleich tot. Moppy ist in Panik. Jetzt sterben wir echt an Krokodilen? Das kannst du doch keinem erzählen, ne? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Dr. Q ist fast tot. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Die waren eben noch nicht da. Wir sind doch gerade schon hier vorbeigelaufen, oder nicht? Die spawnen also. Die spawnen also jedes Mal, wenn du irgendwo was drückst, gibt's wohl neue, ne? Toll. So, hier ist das nächste. Gucken wir uns an. So, und direkt nebendran. So. Haben wir es jetzt? Immer noch nicht, ne? Wie lange geht das, bis wir alles gemacht haben? Oder wie? Ich gehe nochmal hierhin zurück. Da waren wir auch noch. Da gab es nämlich bisher auch noch nichts. Nope. Hier waren wir schon, oder? Da ist noch. Da waren wir auch schon. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, ist es dann kaputt? Weisheitscheck erfolgreich. Das ist keine Puppe, sondern die Leiche einer Frau. Lenore und der Guy wäre es sollen... Ach, das war's sogar, oder wie? Na gut. Na schön. Wenn's das war, freut's mich. Geh wieder zurück ins Krankenhaus, würde ich sagen. Würde ich sagen, ne? So, hier hinten rennen die in meine Elite-Truppe rein. Da ist überhaupt niemand gestorben. Ein bisschen verletzt und das war's, ne? Wunderbar. Also wieder zurück. Jetzt sind die so tot, dass sie nicht mal mehr reisen können. Boah, ist das übel, ey. Weiter Miliz ausbilden. So, jetzt ist der Zustand wenigstens ein bisschen besser. Oh, das ist eine Katastrophenfolge, Leute. Das ist eine gerade Katastrophenfolge. Dr. Q, bitte mal heilen. Wie lange geht das? 15 Stunden. Dann reparieren wir derweil ein paar Gegenstände. 15 Stunden. Dr. Qs Rüstung wäre ganz gut. 6 Stunden, 7 Stunden. 88 ist halt auch eine Katastrophe, ne? 8 Stunden. Es geht eigentlich ganz gut. 9 Stunden. Ah, ein bisschen schnell. 10 Stunden. 10 Stunden 15. Können wir auf jeden Fall machen. Dann haben wir sogar noch 5 Stunden übrig. Können wir noch ein paar. Da kommt schon der nächste Angriffstrupp. Das ist schon hart, ne? Gegenstände reparieren abgeschlossen. Hier hinten ist die Heilung fertig. Die geht jetzt noch 4 Stunden 15. Komm schon. Automatisch auffüllen. 7 Stunden. 7 Stunden 30. 7 Stunden. 6 Stunden. Na, da geht nichts mehr.
Ich will keine, will keine Zeit hier verschwenden. So, alle wieder fit, alle geheilt. Da oben rauscht die nächste Truppe rein. Wir holen uns jetzt erstmal den Hafen und schippern dann hier runter zur Mine. Das ist das Ziel. Wir holen uns mal schnell den Hafen zurück. Jetzt müssen wir wieder Verträge verlängern. So. Da dürfte aber auch nicht so viel passieren. Erneut Milizen, bitteschön. Automatisch auflösen. Oh, zwei gestorben, da müssen wir wieder ausbilden. Aber gut. So, wir haben den Hafen wieder eingenommen. Perfekt, und jetzt fahren wir hier hin. Mit dem Schiff, das geht schnell, und holen uns die Mine zurück. Hallo? Kriegen wir hin. So, es regnet, aber es ist nicht Nacht. Da müssen wir Moppy das Ding wieder ausziehen. Das Nachtsichtgerät. Moppy Helm. So. Wir können nur hier starten. Keine Infos über diesen Sektor. Da ist schon einer. Gut. Das sieht ziemlich verbastelt aus. Kopf runter. Okay, die meisten sind da drüben. Hier ist einer. Hier war, glaube ich, auch einer. Gucken wir mal. Dr. Q geht da hoch. Barry geht ein bisschen noch weiter nach vorne. Moppy hier hoch. Magic hier hoch. Raider. Nein, das passt schon. Wir bleiben hier. Das können wir schon aus der Position raus machen. Da hier drüben war doch auch einer. Ja, halt. Bitte hau nicht daneben. Schneller, schneller, schneller. Der sieht dich gleich. Schneller. Och Gott, was ist denn los in letzter Zeit? Das hat viel besser funktioniert bisher. Es ist nicht wahr. Er trifft nicht mehr. Haben wir jetzt so viel Pech in letzter Zeit oder hat sich irgendwas geändert? Ich weiß es gerade nicht. Aber diesmal läuft es wirklich nicht gut. Dr. Q hat kein Zielwasser getrunken. Und jetzt kommen sie halt schon alle, ne? So viel zum Überraschungseffekt. Das hat bisher besser funktioniert, muss man sagen. Hau nicht daneben. Bitte nicht. Danke. Warum nicht gleich, ne? So, dann gehst du mal hier hin zurück, bitte. Kopf runter. Er sieht immer noch ein. Oh, da oben auf dem Dach. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Macht nichts. Macht nichts. Lassen wir erstmal so. So, Moppy hat Sicht auf zweierlei. Nimm den da hinten. Weg damit. Magic kann den da nehmen. Yep. Copy. Moving for ambush. Clear shot on clueless perp. Ah, da ist der Kopf gedeckt. Das ist schade. Wir schießen auf den Oberkörper. Nein, er trifft nicht. Okay, wir müssen jetzt auch noch nachladen. Das ist alles scheiße. Nicht gut. So, die am Ende der Welt kriegen wir weg. So, das Problem mit Barry ist allerdings, dass er hier keinerlei Deckung hat, ne? Also so gar nicht gegen den da oben. Ich würde ihn hier reinbringen, da steht er, glaube ich, ganz gut. So, der da oben ist fast tot, da können wir jetzt aber nichts mehr machen. Wir beenden den Zug. Die da drüben sind ja alle noch verborgen. Also, ach nee, Raider auch nicht, ne? Ja. Oh, je, nee, da können wir schon wieder zum Arzt, ne? Komm mal gerade her. Oh, wow, wenigstens schießt er nicht von hier oben, das ist gut. Heute läuft's nicht. Heute ist es zu warm, ich glaube, daran liegt's. Ich glaube, Dr. Q ist auch zu warm.
denke, das könnte das Problem sein. Oh, wir müssen nachladen. Wir haben keine panzerbrechende Munition mehr. Oh Gott, jetzt müssen wir auf die Arme schießen, weil wir nichts anderes sehen. Geht aber auch. Raider kann... Achso, der muss auch nachladen. Jetzt kann er nicht mehr schießen. Oh Mann, ey. Geh mal hier in Deckung und verbinde dich bitte. Magic. Weg damit. So, Kopf runter. Wo ist der andere hin? Weiß es gar nicht mehr. Dr. Q hier rüber. Sehe ihn nirgends. Kopf runter. Moppy ist noch verborgen, ne? Ja, da können wir ein bisschen offensiver uns bewegen. Denke ich. Niemand zu sehen. Wo ist der jetzt hin? Auf geht's, Barry. Eine Beweglichkeit bekommen, das ist überragend. Sieht er ihn? Da hinten ist noch einer. Oh ja, hier drin ist er fast tot. Und wir können nicht mehr schießen. Oh. Oh. Deckung. Es läuft ja wieder richtig super. Zugende. So, Raider hat sich verbunden. Blitzschnelle Reflexe. Zurückschießen. Oh. Okay, er trifft gar nichts. Das ist hervorragend. Ist ja nicht so, dass ich direkt vorm Fenster liege, ne? War das eine Rakete? Der hat da jetzt nicht mit einer Rakete geschossen, oder? Hallo. Doch, hat er. Der hat das ganze Haus hier zerlegt. Okay, der muss weg da hinten, der Raketenheini. Sonst haben wir ein Problem. Kriegen wir das hin? Sehr gut. Dann kannst du mal ein bisschen aufstehen. Oh, da hinten sind zwei Raketenheinis. Dann geh mal hier hinter der Wand in Deckung. Das wird noch einmal halten. Dr. Q verberge ich wieder. Der geht mal da hinten rum. Guckt, ob er da rankommt. Macht ihr mal den da noch weg, bitte. Sehr gut. Dann könnt ihr jetzt allmählich in die Richtung kommen. So, du verbirgst dich wieder. Gehst auch in die Richtung. Magic verbergen wir auch wieder. Hauptsache, sie schießen nicht mit dem Raketenwerfer in diese Richtung. Moppy kommt ein Stück ran. Moppy hat Sicht auf beide. Mit 11 auf den Kopf. Könnte eng werden. Wenn wir ihn nicht töten, weiß er, wo wir sind. Dann kriegen wir eine Rakete ins Gesicht. Aber wir probieren es trotzdem. Doch, wir haben ihn getötet. Damit bleiben wir verborgen. Beenden den Zug. So, ja, er kommt runter. Er weiß jetzt eigentlich nur noch von Barry, ne? Ja. Barry ist hier in Deckung. Sehr schön. Moppy kann ihn jetzt wieder nicht mehr sehen. Ich weiß zwar nicht warum, den anderen da oben hat er ja auch gesehen. Jetzt kann er es aber. Weg damit. So, Konflikt gelöst. So, was gibt's hier denn Schönes? Eine Linse. Zack. Entladen. Schrotten. Das Röhrchen will ich nicht. Warte mal, ich habe doch hier hinten was gesehen. Genau. Wir waren ja schon mal hier, aber ich weiß nicht, ob ich das damals auch gesehen habe. Oh ja, da ist noch Granate drin. dann gucken wir schnell hier drüben. Die haben nichts fallen lassen, oder? Nee. Dann gehen wir nach da hinten. Was kann man hier kaufen? Gewobenes Futter. Das brauchen wir aktuell nicht. So, hier gibt es noch Raketen. Das ist super. Aber eine Dingshose hier. Haben aber alle schon eine, ne? Magic noch nicht und Eis auch noch nicht. Geben wir es Magic. So, zack. Schrott. Perfekt. Mehr Rüstung. So, damit haben wir die Mine gesichert. Und ich würde jetzt tatsächlich gerne... Ach so, das geht gar nicht. Okay, Raider bleibt erstmal verletzt, wie er ist. Da unten ist auch ein Krankenhaus. Da können wir uns dort heilen. Wir suchen jetzt nach dem Teddybär-Heini. Der kann hier ja überall sein. Hier waren wir schon. Dann gucken wir uns jetzt noch schnell... Na, 44 Minuten ist eng. Wir gehen aber trotzdem nochmal hier rüber und gucken, ob wir den Teddybär-Heini finden.
Milizausbildung abgeschlossen. Das heißt, ihr geht hier rüber und bildet dort Milizen aus. So, gucken wir mal, ob wir den Teddybären hier finden. Da ist zumindest schon mal ein Haus. Oh ja, da ist wieder was. Da oben. Wir gucken erstmal hier rein. Bitte keine Minen, bitte keine Minen. Munition. Gibt's da hinten noch was? Ja, jede Menge sogar. Verschlossen, öffnen. Kevlarhose brauchen wir nicht. Ja, noch mehr so C4-Gerümpel brauchen wir auch nicht. Habe ich noch nie benutzt. Ich glaube, keine Ahnung, wofür man das nutzt. So, jetzt vorsichtig, was gibt's hier? Da ist doch schon wieder irgendwas. Das ist ein Feuer, oder? Da wird ein Feuer, da werden irgendwelche Leute gekocht oder so. Ich plünder mal. Oh, eine Brechstange. Magic. Er hat Munition. So, was ist das hier? Oh, da ist der Teddy. Wer hat mit meinem Teddy gespielt? Oh, schau, wer zum Spielen gekommen ist. Lass dich von Teddy umarmen. Ich werde dir die Füllung rausknuddeln. Das klingt aber unangenehm. Niemand will Teddy je umarmen. Der ist nicht ganz dicht, oder? Aber er hat eine fette Machete. Hat der rote Haare? Ja. Ich dachte erst, er hat einen Helm auf. Ja, müssen wir ihn jetzt töten, oder was? Oh ja. Ich dachte, der hat mich schon längst gesehen. Oh, jetzt kriegt gleich wieder einer ins Gesicht, oder? Nee. Gut. Dr. Q. Ah, der haut zurück. Machen wir Magic. Erhöhte Position. Das kann er doch ganz gut. Da hat er doch Boni. Zack. So. Oh ja, Wassergrab hat 15 Loyalität dazu gewonnen. Ergebnis: Teddy, der Teddybär-Mörder, wurde zur Strecke gebracht. Okay. Dann war's das schon. Das war... Oh, ein uraltes Idol. Und eine geschärfte Machete, aber das haben wir schon, gell? 24-7 Grit. 24-7 Grit, ja. Weg. Ja, gut. Dann haben wir diese Teddy-Quest tatsächlich schon gemacht. Hier hätten wir jetzt noch Schatz auf den Farmen. Da war ich noch nicht. Vielleicht gibt's hier den Schatz. Der andere Trupp ist angekommen. Wir machen das Übliche. Miliz. Und dann gucken wir hier mal noch schnell nach dem Schatz. Und dann haben wir es auch für die Folge. Oder waren wir hier vor? Ne, hier waren wir noch nicht. Wir sind jetzt mitten im Irgendwo und nicht mehr mitten im Egalwo. Mr. Gats. Hieß der andere nicht Mr. Bags? Aber beim anderen waren Gegner. Deswegen bin ich mal vorsichtig. Dr. Q macht mal die Haustüre auf. I see something here. May the spirits hide my footfalls. What secrets? Gibt's was zum Looten? Weg. Dann machst du mal hier auf. Keine Gegner, oder? Sieht nicht so aus. Gut. Damn straight. Aber Minen hat's hier keine, oder? Nee, ne? Oh, hier ist was, guck mal. Ihr wurdet nicht von diesem verdammten Baxis geschickt, oder? Das hoffe ich doch nicht. Nein, überhaupt nicht. Willkommen in meinem Zuhause. Ich hoffe wirklich, ihr... Na? Ist mein Haus? Okay, mehr ist nicht. So, aber hier ist doch schon mal was, guck mal. Und hier... Nach Schatz graben. Nach langem und anstrengendem Graben wurde nichts gefunden. Toll, und Raider ist tot, ne? Ach, diese Quest macht mich auch fertig, ne? Gibt's hier sonst noch was? Raider ist jetzt nicht nur verletzt, der ist auch K.O. Oh, hier. Oh, oh! Die Erschöpfung macht es momentan unmöglich zu graben. Dann soll Magic graben.
An dieser Stelle ist eine Schatulle vergraben. Katsching! Ist das der Schatz? Testament des alten Bauern. Wer dit Zeug findet, soll zugucken, dass meine dämlichen, nutzlosen Verwandten nix in die Gichtgriffel kriechen. Und wenn du mit mich verwandt bist, sag ich dir nur, ditte, verdammter Mist, sag erstick dran. Okay. Okay. Eine fantastische Notiz erhöht die Führungsqualität. So, dann haben wir diese komischen Münzen. Brauchen wir die noch für irgendwas? Ich weiß es nicht. Und noch ein Idol. So, was? Das Testament ist wieder medizinischer Bericht. Ich weiß nicht wozu. Ich lasse es mal hier. Falls wir es brauchen, können wir uns ja wiederholen. So, gibt es hier noch mehr Schätze? Ach, der ist jetzt auch zu erschöpft. Was ist jetzt? Wieso bin ich jetzt im Kampf? Wir haben EP erhalten. Ich komme nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr mit. Was ist denn jetzt wieder passiert? Warum bin ich im Kampf, um Gottes Willen? Ach, der will jetzt den Schatz haben. Ich verstehe. Oh, oh. Ah, sehr gut. Sehr gut. Er ist mir direkt vor die Machete gelaufen. Okay, Mr. Getz ist tot. Damit ist Schatz auf den Farmen wohl erledigt. Okay. Mobby hat ein Level abbekommen. Kann man hier jetzt noch graben? Okay, hier gibt es aber nichts mehr. So, Dr. Q ist jetzt auch erschöpft. Hier gibt es jetzt nochmal ein Heftchen von Dr. Getz, sage ich schon. Erhöht die Weisheit. Wem könnte man denn da noch? Mobby 50, 77, 96, 84. Geben wir Barry, ne? Barry, Barry, Barry. Zack. So. Wunderschön. Dann nehmen wir noch die Kräuter mit. Kannst du nie genug haben. Und dann haben wir den Schatz auch erledigt. Wir verteilen Mobby noch sein Level ab. Der hat die ganzen coolen Sachen schon. Wir geben ihm jetzt die Gratisbewegung. Wir gehen jetzt hier rüber. Blitzschnelle Reflexe will ich als nächstes. Und hohe Position. Und dann hat er über 90. Ich weiß gar nicht, ob der noch so viele Level-Ups kriegt. Ich weiß nicht, ob das beliebig weit geht. Aber dann sind wir hier fertig. Wir müssen hier jetzt eh eine Pause machen, weil die Leute sind tot durch die Graberei. Dann gucken wir uns die letzten vier Sektoren hier noch an, heilen uns einmal im Krankenhaus. Und dann sind wir hier unten fertig. Und dann gehen wir hier hoch, nehmen das Gebiet wieder ein und gehen dann rüber ins Flüchtlingslager zu Corazon Santiago, die uns ja hierher gebeten hat, schon vor ewig langer Zeit, nachdem wir sie überführt haben, hat versprochen, im Flüchtlingslager alles zu erklären. Das ist eher so Hauptstory dann wieder. Dann geht es nämlich nächstes Mal genau dort weiter. Wir gucken uns noch die Sachen an, heilen uns, holen uns das hier zurück gegen die 10 und gehen ins Flüchtlingslager. Das sollte man in einer Folge schaffen. Die Erschöpfung lasse ich außerhalb des Videos weglaufen. Dann verpasst ihr da nichts. Sehr schön. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir gucken noch einmal kurz nach Reaper. Ich gebe nicht auf. Na, Willem. Oh, doch! Ne, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, er hat was anderes gesagt. Pech gehabt. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Corazon Santiago zur Rede stellen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.